Ja gut, dann würde ich sagen, baue ich das nochmal ab und baue es woanders hin. Ich baue dich gleich woanders hin. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. In der letzten Folge habe ich ja diese Obsidian-Plattform da oben gebaut. Da ist jetzt übrigens eine Spinne oben, wie man erkennen kann. Und der Early Boy hat mich dabei gestört. Ich wollte da eigentlich noch diese rote Fläche da oben ein bisschen größer machen, dass ich mich hinporten kann. Aber gut, dem sollte so wohl nicht sein. Ich gehe jetzt mal gucken, was der Early Boy da oben macht. So. Ja, was, ey, willkommen in Early Boys neuem Haus. Ich will ihm mal einen Schrecken einjagen. Der baut da oben einfach ein Haus auf meinem Berg. So. Mal einfach mal Hallo sagen und anklopfen. So. Wo ist denn der? Hat er jetzt einen Weg? Der baut hier mein ganzes Haus um. Junge! Was soll das? Au! Du baust mein Haus. Was soll das? Du baust mein Haus um, was soll das? Das ist mein Haus. Ich hab dir gesagt, verpiss dich aus diesem Haus. Ich wohne jetzt hier. Niemals. Und warum? Hallo? Warum hast du den dicke, fette Hausparty? Ach Mann. Ja, dicke, fette Hausparty. Meine Einweihungsparty hier. Ich wohne du jetzt hier. Du hast hier alles umgebaut. Ja, sieht ja auch schön aus. War vorher total scheiße. Das ist mit Koppel und sieht scheiße hässlich aus. Das ist ja nur provisorisch. Das ist doch mein Problem. Das ist mein Haus. Ohne Witz, Digga. Digga, hab ich gesagt. ich jag... Verpiss dich einfach. Ja, weißt du was? Was ich dann mach? Pass auf, wenn du über mein Haus bestimmst, bestimme ich über deins. Du hast ja letztes Mal gesehen... Das ist nicht mehr dein Haus. Du hast doch deine scheiß Kackinsel da, wo du jetzt wohnst. Ja, aber gut, ich habe jetzt dein Haus auch beschlagnahmt. Du hast ja gesehen, ich habe über hast deinem überhaupt Haus... nicht, gibt's nicht. Ich habe über deinem Haus was gebaut, das hast du ja gesehen, ne? Bau den Scheiß wieder weg. Warum? Das ist meine Ferienresidenz. Das hat einen Nutzen. Du hast gleich einen Nutzen. Es hat ich wirklich eigentlich einen das Glas Nutzen. Gelassen. Hä? Ob ich eigentlich mein Glas gelassen? Wolltest du nicht das wissen? Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, das jetzt... einfach zu lassen, mein Freund. Was lassen? Hä? Ja, gib mir mein Haus zurück. Ich wohne jetzt hier. Ich hab dir gesagt, ihr habt die Schnauze voll. Du hast es übertrieben. Du hast mit deinem scheiß Friedensbrunnen, weißt du? Ich dachte, so von wegen, oh ja, gehst jetzt rein, der Basti will Frieden, nie wieder streiten und so. Geh ich da rein, so eine Art Wiederbelebungsscheiß. Was ist das da über meinem Haus? So eine Art Wiederbelebungskacke. Und weißt du, hab ich extra rausgezogen, um so voller Frieden zu sein und dann werde ich getötet von dem Kack. Was soll das denn? Ja, das war der Gott des Friedens. Der hat dich einfach nicht für rein empfunden. Ich empfinde dich gleich als rein. Ich schmeiß dich gleich in den Rhein. Weißt du, du warst noch nicht bereit genug. Du bist nicht bereit. Wärst du bereit gewesen, ne, hätte er dich nicht getötet. Ich würde dich gleich. Außerdem habe ich nur im Auftrag des Kürbislordes gehandelt. Ja, du bist auch so ein Kürbislord. Die Kürbislord habe ich übrigens zerstört. Was? Nö, den habe ich mitgenommen zu meiner Insel. Der ist in Sicherheit, mein Freund. Vergiss nicht, ich weiß den Weg zur Insel noch. Hab sogar die Koordinaten. Hast du die doch aufgeschrieben? Ja, natürlich. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Das glaube ich dir nicht, du bluffst. Die sind in meinem Video zu sehen, die Koordinaten. Du bluffst. Und sicherlich auch in deinem Video. Ja, okay, das kann vielleicht sein, aber trotzdem. Ich will jetzt was machst du da? Ich will das Haus in der Stadt zurückhaben. Das ist mein Haus jetzt. Siehst du hier oben? Steht eh drauf. Was machst du da über meinem Haus? Was ich da mache? Wirst du gleich sehen, was ich da mache. Verpiss dich von da. Warum sollte ich? Was wird das? Das wirst du gleich sehen. Ich lass mal wieder den Friedensgott entscheiden. Du bist der Friedensgott. Ich geb dir gleich Friedensgott. Ja, ja. Komm gleich rüber mit deinem scheiß Friedensgott. Pass auf, Early. Oha. Jetzt fängt er an zu schießen. Was machst du da? Hau ab da. Warum soll ich abhauen? Ich komm da jetzt rüber. Würde ich dir nicht empfehlen. Ich hab hier TNT. Das platziere ich jetzt hier. Verpiss dich!
Sag, du gibst mir mein Haus wieder. Einen Scheiß werde ich tun. Dann lasse ich jetzt das TNT auf dein Dach runterregnen. Lass dich hier gleich runterregnen. Lass mein Haus in Ruhe, es hat dir nichts getan. Wie du da jetzt mit Absicht noch andere Blöcke platzierst, damit es den Schaden abfängt. Ja gut, dann würde ich sagen, baue ich das nochmal ab und baue es woanders hin. Ich baue dich gleich woanders hin. Nein! Du Arschloch! Ja, Early Boy. Du mieses Arschloch! Early Boy, es ist gar nichts kaputt gegangen. Doch, ein paar Treppen. Oh Mann, diese paar Treppen. Aber ich wollte dir nur sagen, das geschieht, wenn ihr bei mir irgendwas in die Luft jagt, bei eurer Hausparty in meinem Haus. What the fuck? Alter! Ich hab's überlebt. Warum lebst du noch? Verpiss dich von meinem Haus! Oh Mann, das war krass. Oh, Early, ich sag's dir. Was willst du, ha? Willst du mir drohen? Ja. Junge, 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 Junge. Gut, mir drohen. Mann, ich hab noch mehr TNT. Ich kann noch mal da hochgehen. Ja, los, freu dich. Ich kann noch mal da hochgehen, mein Freund. Wann, also, ihr habt überall geschrieben, dicke, fette Hausparty, aber wann ist denn eure Hausparty? Sag ich dir das doch weiß nicht. Ja keiner, also kommt nicht keiner. Eingeladen. Und wie ich eingeladen bin, das ist mein Haus. Und das was ist nicht dein wir? Haus, ihr habt es beschlagnahmt. Um was wetten wir, dass ich dort auftauchen werde? Hat sich mal am Arsch und dass ich die Party sowas von sprengen werde? Du bist nicht eingeladen. Das werden wir ja noch sehen. Ja, das sehen wir. Das werden wir ja noch sehen. Das werden wir sehen. Das werden wir ja noch sehen. Ganz schön wegbleiben. Ist nicht erwünscht. Das ist sehr schön für dich, aber das juckt mich leider überhaupt nicht. Das hat mich geräumt. Weil ich habe den perfekten Plan. Die Macht des Kürbislordes ist nicht zu unterschätzen. Ja? Wo bist du? Ich? In Sicherheit. Ich bin in Sicherheit, Early Boy. Ich hole noch mehr TNT und dann kann es erst richtig losgehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein! Was hast du gemacht? Nichts. Nichts. Red dich nichts an. Sicher nichts. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg und habe jetzt 2 Stacks TNT dabei und bin wieder oben bei dem Obsidian-Teil. Und ich zünde jetzt TNT. Du bist ja überhaupt nicht, Lügner. Geh einfach, gib mir einfach das Haus zurück. Nein, kannst du klicken. Klicken. Du hast mit deinem scheiß Brunnen des Friedens übertrieben. Das war die ultimative Idee, aber der Gott des Friedens hatte ich einfach noch nicht als bereit empfunden. Der empfinde dich gleich als bereit. Du bist noch nicht bereit, Mann, den Frieden zu empfangen. Du empfängst gleich was anderes von mir. What the fuck? Verdammte Scheiße! Wo bist du hin? Was machst du für Scheiße? In Sicherheit bin ich. Sicherheit hast du nirgendwo. Ja, da hast du gerade im Moment recht gehabt, weil ich fast... Mann! Was rastest du denn so aus? Nichts! Deine scheiß Plattform! Warum? Baust du die gerade ab? Nein! Ach, du leck hast mich, versuch drauf zu landen! Tja. Okay. Leute, ich hab einen Plan, wie das hier mit der Hausparty auf jeden Fall wird. Da, wird gut und du bist nicht eingeladen. Ja, aber ich werde da sein. Das kann ich dir versprechen. Ich werde da sein, mein Freund. Ich brauche eine Schaufel. Da hab brauchst ich du nicht. Doch. Brauchst du nicht. So. Scheiße, ich reiß das Scheißding jetzt ab. Was? Die Plattform. Bereite ich dich nicht. Ah!
Ist das schön, ist das schön. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen mehr Sand für noch mehr TNT. Ich habe ja noch 3 Stacks Gunpowder. Da kriege ich noch ein bisschen was hin. Ne? Und hack bei dir. Das reicht dann, uns auf dein Haus runterregnen zu lassen. Ich regne dich leider auf mein Haus runter. Hast du ein Einzelteil. Stückchenweise. Ach, ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Bist du wieder nur am Scheiße bauen? Nein, stimmt doch gar nicht. Ich rede mal dasselbe mit dir. Verstehe doch nicht, was das soll, dass du nicht einmal Ruhe geben kannst. Nein! Weißt du, da macht man einmal Frieden und dann kommt so mit so einem Brunnen des Friedens an und man denkt das auch noch, oh ja, der hat das eigentlich eingesehen. Das wird alles nicht bringen oder ja, kommt so eine Scheiße raus. Ich dachte, du wärst bereit dafür, aber ich hab's dir ja schon erklärt. Du warst noch nicht bereit dafür, den Frieden zu empfangen. Wärst du bereit dafür gewesen, hätte dich da unten, ne, Reichtum erwartet. Ja, genau, was denn für ein Reichtum, hä? Ja, Diamanten, Gold. Ja, genau. Alles Mögliche. Alles, was dein Herz begehrt. Aber anscheinend hat's halt nicht hingehauen, ne? Hat mir am Arsch lecken. Ja, und jetzt bin ich der Schuldige. Ich wollte. Ja, du hast das Scheißding da hingebaut. Es war ein Auftrag. So. Ich bin auch nur der Auftragausführer. Du bist gleich ein Auftrag. Mein Auftrag, dich zu töten. Ach was. Deine scheiß Insel mit deinem scheiß Kürbis zu zerstören. Glaub mir mal. Wow. Au! So, ich habe jetzt die Schnauze voll. Dann piss mich wieder nach oben und mache hier in Ruhe weiter. Alles klar, tschüss. Mal einmal in Ruhe sein Haus umbauen und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Ja. Ist gut. User left your channel. So, also da war der Early Boy ein bisschen angepisst, ne? Aber verstehe ich auch überhaupt nicht. Der stellt sich immer sowas von an, der Junge. So, wir gehen jetzt wieder nach oben auf unsere Insel und stellen noch ein bisschen TNT her. Und Leute, diesen Plan, den verrate ich jetzt nur euch. Ihr wisst ja, das Kürbisportal ist zwar zerstört auf meiner Insel, aber es gibt ja noch ein zweites Portal. Wenn die Hausparty stattfindet, werde ich das zweite Portal öffnen und tauche dann plötzlich mitten in der Hausparty oben auf. Und diesen Plan, den wollte ich Early Boy nur nicht verraten. Ne? Also haltet ihn auch bitte geheim, weil das wird der überragende Überraschungsmoment. Das wird Hammer, Leute. Es wird Hammer. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Sand mir gegönnt und dann gehen wir hin und machen noch ein bisschen TNT draus. So, zack. Und zack, zack. Oh, da ist er weg, der Early Boy. Alles klar. So. Zack. Machen wir noch. Zack, zack, zack. Okay, gut. So, jetzt haben wir wieder 12 TNT. Wow, das ist zwar nicht so mega viel, aber ist in Ordnung. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.